Kaiserschöne Gebete, sogenannte Papstgebete. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebte Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebte Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebte Braut. Drei sehr schöne Gebete, die einem Sterbenden sehr nützlich und zur Seligkeit ersprießlich sind. Die einem Sterbenden sehr nützlich und zur Seligkeit ersprießlich sind. Es war zu Rom ein Papst, der war mit vielen Sünden beladen. Gott, der Herr, schlug ihn mit einer tödlichen Krankheit. Da er aber erkannte, dass er sterben sollte, rief er zu sich Kardinäle, Bischöfe und Gelehrte und sprach zu ihnen: Meine lieben Freunde, was für einen Trost gebt ihr mir, da ich bald sterben muss und mit meinen Sünden die ewige Verdammnis verdient habe? Ihm antwortete keiner. Einer war ein frommer Kaplan, Johannes genannt, der sprach: Herr Vater, warum willst du verzweifeln an der Barmherzigkeit Gottes? Da sprach der Papst: Was für einen Trost gibst du mir, weil ich doch sterben muss und fürchte, dass ich mit meinen Sünden verdammt werde. Worauf Johannes antwortete: Ich will dir dieses tun und dir drei Gebete vorsprechen. Ich hoffe, du wirst getröstet werden und Barmherzigkeit vom Herrn erlangen. Indessen konnte der Papst nicht mehr reden. Da kniete der Kaplan nieder und alle, die mit ihm waren, und er sprach ein Vaterunser und dann dies folgende Gebet: Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes und Sohn der Jungfrau Maria, Gott und Mensch, der du ängstlichen und blutigen Schweiß für uns vergossen hast, auf dem Ölberg Geruhe auszubreiten und zu opfern deinem blutigen Schweiß, deinen himmlischen Vater für die Gegenwärtigkeit dieses sterbenden Menschen. Namen nennen, von ihm oder von ihr. Ist es aber, dass er mit seinen Sünden die ewige Verdammnis verdient habe, so möge dieselbe von ihm abgewendet werden. Dies, o ewiger Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen lieben Sohn, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, nun und ewig. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Zweites Gebet. Herr Jesus Christus, da du geruht hast für uns zu sterben am Stamm des heiligen Kreuzes und dich in ganzer Genügsamkeit deinem himmlischen Vater befohlen, Geruhe auszubreiten und zu opfern, deinen allerheiligsten Tod, Gott, deinem himmlischen Vater, um den Namen nennen. Freizulassen und zu verbergen alles, was er verdient hat mit seinen Sünden. Dies gib du, ewiger Gott, durch unseren Herrn Jesum, deinen lieben Sohn, der mit dir lebt und herrscht, in der Einheit des Heiligen Geistes, nun und ewig. Amen. Herr Jesus Christ, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Drittes Gebet, Herr Jesus Christus, der du geruht hast, durch den Mund der Propheten zu reden. Mit ewiger Liebe habe ich dich gezogen zu mir. Diese Liebe hat dich gezogen von der Höhe des Himmels in den Leib Maria, der Jungfrau. Diese Liebe hat dich gezogen aus dem Leib Maria in das Tal dieser dürftigen Welt. Diese Liebe hat dich erhalten, 33 Jahre in dieser Welt und in diesem Zeichen der großen Liebe hast du deinen heiligen Leib zu einer wahrhaftigen Speise und dein heiliges Blut zum wahrhaftigen Trank gegeben. In diesem Zeichen der großen Liebe hast du wollen gefangen und geführt werden von einem Richter zum anderen. Und in diesem Zeichen der großen Liebe hast du wollen verurteilt werden zum Tode und hast wollen sterben und begraben werden. Und wahrhaftig auferstanden und erschienen bist du, deine heilige Mutter und allen heiligen Aposteln. Und in diesem Zeichen der großen Liebe bist du von eigener Kraft und Gewalt zum Himmel gestiegen und sitzest zur rechten Hand Gottes, deines himmlischen Vaters. Und du hast den Heiligen Geist gesandt in die Herzen deiner Apostel und in die Herzen aller, die da hoffen und an dich glauben, durch dein Zeichen der ewigen Liebe. So öffne heute den Himmel und nimm diesen sterbenden Menschen den Namen nennen. Trotz all seiner Sünden persönlich auf in das Reich deines himmlischen Vaters, dass er mit dir herrscht, nun und ewig. Amen. Indessen starb der Papst. Der Kaplan verharrte bis zur dritten Stunde. Da erschien ihm der Papst leiblich und röstlich. Sein Angesicht war leuchtender als die Sonne. Seine Kleider waren wie der Schnee und sprach: Mein lieber Bruder, obwohl ich ein Kind der ewigen Verdammnis sein sollte, bin ich ein Kind der Glückseligkeit geworden. Als du das erste Gebet sprachst, da sah ich den Himmel offen und den Herrn Jesus stehen, zu der rechten Hand Gottes, des Vaters, welcher zu mir sprach:
Komm, dir sind alle Sünden vergeben. In dem Reich meines Vaters wirst du ewig sein und bleiben. Amen. Mit diesen Worten schied meine Seele von meinem Leibe, und die Engel Gottes führten sie in die ewige Freude. Da dies der Kaplan hörte, sprach er: O heiliger Vater, diese Dinge darf ich niemandem sagen, denn sie werden es mir nicht glauben. Da sprach der Papst: Fürwahr, ich sage dir, der Engel Gottes steht bei mir und hat die Gebete geschrieben mit goldenen Buchstaben zum Troste aller Sünder und Sünderinnen. Wenn ein Mensch hätte getan alle Sünden der Welt, so aber die drei Gebete gesprochen werden an seinem letzten Ende, so werden ihm vergeben alle Sünden. So seine Seele Pein leiden sollte bis an den jüngsten Tag, so wird sie erlöst. Der Mensch, der sie lesen hört, der wird nicht eines bösen Todes sterben. Auch in welchem Hause sie gelesen werden, da wird kein Kind tot geboren werden. Darum nimm diese Gebete und trage sie in die St. Peterskirche und lege sie in die Kapelle, der Himmelfahrt Maria genannt, zu einem sicheren Trost. Der Mensch, der das sein wird in Todesnöten, der sie liest oder hört lesen, der verdient 400 Jahre Ablass für die Tage, die er leiden sollte im Fegefeuer wegen seiner verdienten Schuld. Auch wer das Gebet liest oder hört lesen, dem wird geoffenbart werden die Stunde seines Todes. Amen. Von einem alten Gebetszettel. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen.